Ja, mein Name ist Wolf Speer. Ich bin jetzt gerade Moderator bei Inside PlayStation. Das ist ein YouTube-Kanal, der behandelt PlayStation, die ganze Welt, alle Spiele, die auf PlayStation erscheinen. Und ansonsten bin ich seit jetzt rund 30 Jahren tatsächlich großer Zocker-Fan. Also ich habe angefangen so mit 6, 7, 8 in etwa. Und das Thema, das Hobby hat mich bis heute nicht losgelassen. Also zieht sich durch mein gesamtes Leben, auch durch mein berufliches Leben. Ich bin ausgebildeter Journalist und habe das gemacht mit dem Hintergedanken, irgendwann mal Spieletester zu werden. Ich wollte ganz klassisch beim Printmagazin arbeiten, habe das auch eine Zeit lang gemacht. Dann hat sich allerdings alles so ein bisschen mehr aufs Internet verlagert, so auf Bewegtbild. Und das mache ich jetzt mit viel Begeisterung und Liebe. Also ich glaube tatsächlich, man muss über Games sprechen, weil Games ein großes Thema ist, was eine Menge Leute begeistert und abholt, aber eben nicht alle. Also wenn ich jetzt mal in meinem privaten Familien- und Bekanntenkreis mich umgucke, also wenn ich jetzt an meine Eltern denke oder beispielsweise die Eltern meiner Frau, also das ist vielleicht eine Generation, die hatten noch nie ein Pad in der Hand. Und denen ist es manchmal etwas schwer zu vermitteln, was genau das Faszinosum Games eigentlich ausmacht. Und die einzige Chance, die ich dann in dem Falle habe, ist, über Games tatsächlich zu sprechen. Also ich versuche da meine Begeisterung kundzutun, Leuten zu erklären, was das Tolle, das Aufregende, das Spannende an Spielen ist, die selber nicht spielen. Das kann manchmal sich dann doch komplizierter herausstellen, als man das im Vorfeld so glaubt. Also wenn man selber spielt, erklärt sich eigentlich alles von selber. Ich sitze vorm großen Fernseher, vor meiner Konsole, habe ein Pad in der Hand, Kopfhörer auf und bin für die nächsten 4 Stunden nicht ansprechbar und taucht voll in eine Welt ab. Aber genau das jemandem klar zu machen, warum man nicht beispielsweise rausgeht, Fußball spielt, Leute trifft, warum man also lieber sich in virtuellen Welten aufhält, das ist teilweise tatsächlich vielleicht ein bisschen schwer, Leuten zu vermitteln. Und ich glaube, dafür sind auch solche Veranstaltungen wie jetzt hier die Play 17 sind wirklich ein gutes Mittel dafür. Also es wird ja nicht nur gespielt, es wird eben auch viel über Games geredet. Und ich glaube, wenn man das beides so zusammennimmt, dann hoffe ich, dass sich bei mehr Leuten der Effekt einstellt, so diese gewisse Erkenntnis, der Aha-Effekt. Also wenn irgendjemand beispielsweise nach diesem Abend oder nach so einer Veranstaltung wie der Play denken sollte, okay, ich selber werde vielleicht nicht der ganz große Zocker-Fan, aber ich kann jetzt noch besser erahnen, warum Leute das so toll finden, warum sie damit ihren Lebensunterhalt verdienen oder warum sie das zu ihrem großen Hobby auserkoren haben wie ich. Ich glaube, dann haben wir alles richtig gemacht und dann klopfe ich mir auch selber ein bisschen auf die Schulter.